Einige von euch erinnern sich eventuell noch an das Video, in dem wir vor einigen Tagen über eine geänderte Ryanair-Strategie gesprochen haben. Aus der einzelnen Fluggesellschaft Ryanair wird Stück für Stück immer weiter eine richtige Airline-Gruppe, die Ryanair-Gruppe. Und das ist eine Airline-Gruppe, die es sich auf jeden Fall zur Aufgabe gemacht hat, mit ihren Fluggesellschaften in Europa verteilt, ganz klar maßgeblich an der Zukunft der europäischen Luftfahrt mitzuwirken. Zu genau dieser Thematik gibt es jetzt eine neue, interessante Entscheidung, die uns hier auf dem europäischen Markt eine neue Billigfluggesellschaft bringen wird, hinter der eigentlich auch wieder nur Ryanair steckt. Aber was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt hier. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Am besten lässt sich die Entwicklung, die Ryanair in den letzten Jahren von einer einzelnen Fluggesellschaft zu einer richtigen Airline-Gruppe gemacht hat, wahrscheinlich am Beispiel Laudamotion erkennen. Dazu mal die Kurzfassung. Man hält sich bei der ganzen Thematik so ein bisschen zurück, kauft dann aber trotzdem über so ein paar Ecken eine kleine und dadurch auf Dauer in Europa nicht wirklich zukunftstaugliche Fluggesellschaft, hilft dann beim Aufbau, baut die Fluggesellschaft aber nach der eigenen Strategie auf. Das alles natürlich unter einem eigenen Namen, als eigene Marke und am besten sogar mit einer eigenen Zielgruppe in einem eigenen Land, sodass man sich gar nicht in die Quere kommen könnte. Aber eben alles als hundertprozentige Tochtergesellschaft, mit der sich dann Marktanteile gewinnen lassen, die für die Muttergesellschaft aus welchen Gründen auch immer gar nicht zugänglich waren. Und genau das ist jetzt Laudamotion mit einem weiteren großen Vorteil für die Ryanair-Gruppe, denn man ist jetzt nicht mehr nur von dem US-Flugzeugbauer Boeing abhängig, was, wie wir gerade sehen, durchaus mal zu Problemen führen könnte, sondern man kann nun auch eine Airbus-Flotte unter einem eigenen AOC gewinnbringend betreiben. Falls ihr diesen Strategiewechsel und die damit verbundenen Möglichkeiten für Ryanair nochmal genau erklärt haben möchtet, schaut am besten beim letzten Video vorbei. Ansonsten geht es jetzt mit der Ryanair-Gruppe weiter, denn es bleibt ja nicht bei Laudamotion. Da werden weitere Zukäufe folgen, die man dann unter einer ähnlichen Strategie aufbauen wird. Zukäufe, die wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig im Blick haben. Aber bevor man das jetzt im großen Stile macht, kann man ja erstmal mit seinen eigenen Fluggesellschaften, mit seinen eigenen AOCs arbeiten. Das ist zum einen Ryanair selbst, dann gibt es noch Ryanair UK, die Laudamotion, und Ryanair Sun in Polen. Letztere wird jetzt tatsächlich für genau diese Strategie fit gemacht. Eventuell habt ihr schon mal etwas von der Billigfluggesellschaft, von der britischen Billigfluggesellschaft Buzz gehört. Die wurde im Jahr 2000 gegründet und zwar über ein paar Ecken und Kanten von der niederländischen Fluggesellschaft KLM. Klingt wahnsinnig kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn KLM kaufte im Jahr 1997 eine britische Fluggesellschaft mit dem Namen Air UK, machte daraus dann KLM UK. Und genau daraus wurde dann wiederum die britische Billigfluggesellschaft Buzz im Jahr 2000. Und weil das völlig fernab ist von dem, womit KLM normalerweise ihr Geld verdient, verkaufte man den Laden wieder und zwar im Jahr 2003 an die schnell wachsende Ryanair. Und Ryanair ließ diese Fluggesellschaft, die britische Buzz, in sich aufgehen. Also müssen wir uns jetzt merken, Ryanair kaufte im Jahr 2003 für etwa 30 Millionen Euro eine britische Billigfluggesellschaft mit dem Namen Buzz. Das ist wichtig für das, was man jetzt mit der Ryanair-Tochter Ryanair Sun vorhat. Diese hat man vor knapp 2 Jahren gegründet. Das ist quasi jetzt der polnische Ableger der Ryanair mit einem großen Unterschied zur Muttergesellschaft. Und zwar ist die Ryanair Sun eine Charterfluggesellschaft. Man fliegt hier also für Reiseveranstalter oder eben für die Muttergesellschaft Ryanair selbst. Aktuell betreibt man dort 17 Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800, die nicht einmal 2 Jahre alt sind im Schnitt, also eine sehr junge Flotte. In Cockpit und Kabine arbeiten dabei Mitarbeiter, die über das Unternehmen Warschau Aviation als selbstständige Unternehmer an Ryanair Sun vermietet werden. Wie lange das noch so weitergehen soll, keine Ahnung. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Planung wohl so aus, dass man diese Fluggesellschaft mit ihren selbstständigen Mitarbeitern weiter wachsen lässt, mit Flugzeugen, die von Ryanair kommen. Und das dann aber alles nicht als Ryanair, sondern ganz wichtig als eigene Marke, als Marke der Ryanair Group. Und da an der Stelle bietet sich jetzt natürlich der vor mehr als 15 Jahren erworbene Name Buzz an. Also aus Ryanair Sun wird in Zukunft Buzz. Und dann sollen im Sommer noch 8 weitere Maschinen folgen, sodass die Flotte dann insgesamt aus 25 Flugzeugen besteht. Diese Flugzeuge sind dann aber natürlich nicht mehr in Ryanair-Farben unterwegs, sondern sie bekommen eine ganz eigene Buzz-Lackierung. Mit einer Biene hinten auf dem Leitwerk. Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, aber eine Entwicklung, über die man sich auch streiten kann. So schafft man sich nämlich als Ryanair Group gleichzeitig die Möglichkeit, mit der neuen funktionierenden Marke in einem anderen Land ein Druckmittel in der Hinterhand zu haben. Möchten jetzt beispielsweise die Piloten der heilen Muttergesellschaft zu viel Geld oder kommen auch noch auf die Idee zu streiken, dann wird bei Ryanair selbst halt eben nicht mehr expandiert oder die Flotte wird sogar verkleinert und Flugzeuge und damit natürlich auch Kapazitäten werden, sofern möglich, zur Chartergesellschaft nach Polen verschoben. Und die Wahl, die man dann hat zwischen Scheinselbstständigkeit und Aufgeben des Jobs,
es ist natürlich keine richtige Wahl. Das ist eine Taktik, die man so schon bei Ryanair, aber auch hierzulande schon gesehen hat. Und ob das immer auf so einer Ebene ablaufen muss, ich wage das mal zu bezweifeln. Und man kann nur hoffen, dass da in naher Zukunft bereits überall, bei jeder Fluggesellschaft, die unter dem Ryanair-Dach hängt, dass da überall Einigungen getroffen werden, mit denen auch wirklich jeder zufrieden ist. Die Lufthansa Group hat es ja vor wenigen Jahren vorgemacht. Da hat es auch lange gedauert, es gab viele Streiks, aber heute steht die Airline-Gruppe stärker da als je zuvor und mit interessanteren Zukunftsprognosen als je zuvor. Und das, obwohl man sich dann ja auf Strukturen geeinigt hat, mit denen heute jeder leben kann. Ob wirklich jeder damit zufrieden ist, das ist natürlich eine andere Frage, die hier jetzt selbstverständlich nicht einfach ohne weiteres beantwortet werden kann. Aber ich denke mal, es bezweifelt niemand, dass eine Ryanair und ganz wichtig, nicht nur eine Ryanair, sondern eine Ryanair-Gruppe, dass die funktionieren kann mit Tarifverträgen und guten Arbeitsbedingungen und dazu gehört dann nun mal auch eine Ryanair Sun bzw. demnächst eine Fluggesellschaft mit dem Namen Buzz. Also die nächste 100%ige Ryanair-Tochter heißt Buzz und das ist damit ein alter, neuer Name am europäischen Himmel. Gut, wieso denn nicht? In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen zur alten Buzz und zur neuen Buzz mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Sorry, dass es jetzt schon so dunkel ist, aber ich musste das Video auf jeden Fall noch am Freitag aufnehmen. Deswegen ist es jetzt schon ein bisschen spät geworden. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Samstag, ein entspanntes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen und tschüss.